Unsere siegreichen Truppen ziehen unaufhaltsam weiter und drängen die Einheiten der IBG an allen Fronten zurück. In der heutigen Sitzung des Sicherheitsrates hat sich unser Präsident für das ihm entgegengebrachte Vertrauen bedankt und erneut gefordert, die IBG bis auf den letzten Cyborg zu vernichten. Sie ist ein verwundetes Tier, sagte er zu den Zuhörern. Wir müssen verhindern, dass es wieder zu Kräften kommt und sich erholt. Da die westliche Allianz sich inzwischen in ihr Kerngebiet zurückbegeben hat, ist es an uns, unseren europäischen Freunden beizustehen. Unsere neuen Verbündeten unterstützen die Politik des Präsidenten, der schon einen weiteren Feldzug gegen die skrupellosen Truppen befohlen hat. Sun Mei-Ying, auf Wiedersehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Command & Conquer, generell die Stunde 0. Hier nochmal kurz die Zwischensequenz. In der letzten Folge haben wir ja erfolgreich die IBG zurückgedrängt und haben eine Stadt in Europa befreit. Heute geht es der IBG bzw. den sich zurückziehenden Truppen endgültig an den Kragen. Denn wir bilden eine Frontlinie und werden alle Soldaten der IBG gnadenlos wegmetzeln. Dennoch verstehe ich nicht, warum dieses Spiel eine Indizierung verdient hat, denn im... Uns liegen Geheimdienstberichte vor, ja, dass sich die IBG-Verbände zu diesem Punkt zurückziehen. Lassen Sie nicht zu, dass IBG-Einheiten dieses Gebiet verlassen. Unser neuer Helix-Helikopter wird uns den Sieg sichern. Sobald unsere Truppen aus Süden vorrücken, haben sie ihr Primärziel erreicht. Das Geschwafel kennen wir ja schon. Im eigentlichen Spiel... In der Originalversion ist es so, dass... Upgrade verfügbar. Oh, guck mal, wir könnten... Ne, haben wir schon erforscht. Ach, hier, wir können Dings machen. Propagandaturm. Ist natürlich sehr gut. Gegen Einheiten, die getarnt sind. Ach, hier bist du. Okay. Dann werde ich mal hier entsprechend... Was haben wir hier? Hier sind bloß irgendwelche Plätze, okay. Upgrade verfügbar. Entsprechend werde ich hier schon mal anfangen, ein bisschen Rohstoffe zu farmen, indem wir halt einfach ein paar Sachen erobern. Wir werden uns jetzt hier erstmal mit so ein paar Einheiten. Ich denke mal, die reichen erstmal. Hier nach vorn bewegen. So, kriege ich jetzt noch Tipps, wo sie herkommen? General, die erste feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Propagandaturm einsatzbereit. Wie lauten ihre Befehle? Okay, da unten. Meinetwegen sollen sie machen. Die kriegen jetzt erstmal hier vorne auf jeden Fall. IBG-Verbände nähern sich aus westlicher Richtung. Ja, so wie gesagt, sollen sie machen. Die kriegen hier vorne jetzt erstmal eine ordentliche Ladung an Neutronenbomben. Habe ich das jetzt richtig gemacht? So. Mal gucken, ob sie auch direkt reinlaufen. Ich bin ja gespannt. Sieht gut aus. Ja, das funktioniert doch ganz gut. Sehr gut. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall die Linie hier schon mal dicht. Und schauen wir mal, dass wir die noch hier hinterher ziehen. Hier noch eine Gatling rein. Oder vielleicht auch ein Bunker, genau. Ist doch mal eine Idee. Du kannst wieder zurück. Hier unten kommen jetzt noch. Wow, 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 wow. Wow, das gibt jetzt rum. Der Bunker ist bereit. Denen versauen wir den Tag. Mal schauen, dass wir hier... Einheit verloren. Oh, ist nicht so gut, was wir da unten machen. Mal schauen, dass wir hier unten die Teile wegkriegen. Wow.
jetzt hier ein bisschen zurückziehen, denn die Phoenix-Geschütze können unsere Helis leider extrem schnell aus der Luft reißen. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Das war's dann wohl. So, eine Beförderung. Können wir da noch nichts investieren? Das macht hier unten nichts, denn wir werden schnell genug geheilt. Wir haben jetzt auch Mix. Ich brauche jetzt aber deutlich mehr Raketenwerfer. Und wir werden die ganze Mission hauptsächlich eigentlich mit Helis spielen. Deswegen brauchen wir auch gar nicht mehr. Haben wir eigentlich überhaupt etwas zum Bauen? Sieht nicht so aus. Oh, oh, das wird jetzt... Einheit wow! Verloren. Das habe ich nicht bedacht. Dass wir die verlieren könnten, hätte ich echt nicht gedacht. Wir stellen dich mal kurz um. Du darfst natürlich trotzdem weiter feiern. Ich lasse mich immer so schnell ablenken, ne? Was haben sie für mich? Einheit verloren. Nein, nein, geh weg. Helix, geh weg. Ich setze mir hier so ein paar Minen ab. Sie wurden befördert. Verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass sie durchkommen. Dann holen wir uns hier mal ein bisschen was davon. Und heilen uns jetzt erstmal. Genau. Der ist noch nicht voll. Wir brauchen deutlich mehr Bunker. Damit ihr auch... Ja, finde ich gut. Damit ihr auch schnell genug hier... entsprechend... Die Feelingsgeschütze, wenn wir nur mit... Helix vorgehen, entsprechend schnell genug aufräumen können. Huch. Habe ich mich aus Versehen verklickt. So. Weiter im Text. Die erste Linie ist also befreit. Wo haben wir denn unsere hübschen Einheiten? Genau hier. Bitte einmal erobern. Dann schaue ich mal, dass wir hier echt alles mitnehmen, alles erobern. General, die zweite feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Okay, die kommt da lang. Bedeutet auch, dass wir jetzt mit all unseren Einheiten hier runter schwirren. So. IBG-Verbände nähern sich aus südlicher Richtung. Ich bin gespannt, wo die jetzt vorbeikommen. Kriegen die es hin? Sieht gut aus. Geht man hier auf diese Truppen, denn die explodieren so stark, dass sie genug Damage an genau diesen da machen. So. Oh. Ist natürlich ein bisschen... Naja, was soll's. Wir nehmen mal hier immer weiter fleißig die Geschütztürme ein. Wir haben einen feindlichen Infiltrator geortet. Was? Ich mag Infiltratoren nicht. Die sind so böse. Was haben sie für mich? Denen versauen wir den Tag. Nicht aufhören. Hier, bitte. Bitte, 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 bitte. Nicht meinen armen Helix. Ich sehe mir die Sache an. Macht.
Die Dinger tot. Mach tot. Gut. So, dann schnell zurückziehen. Wir brauchen jetzt auch ein bisschen Heilung. Das ist hier nur unsere Nachhut. So, dann schaue ich mal, dass ich hier die Teile noch erober. Guck mal, da können wir noch ein bisschen was an. Komm, dann mach ich hier erstmal. Oh, das ging schnell. Da haben wir noch ein bisschen was wir an Rohstoffen mitnehmen können. Und ich baue jetzt aber mal noch. Einfach nur, um nicht nur mal sicher zu gehen. Haben wir nicht, ne? Ja. Können wir auch nicht bauen. So ein Waffen. Nö. Wir können keine Panzer bauen. Die dritte feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Ich markiere unsere Mix erstmal. Von wo kommen die? Von hier irgendwo. Und lass die hier ein bisschen Kreise ziehen. So. Die Helix werde ich dann auch mal entsprechend markieren mit zwei. Wir haben IBG-Verbände geortet. Sie kommen aus südwestlicher Richtung. Dann schauen wir mal, dass wir hier drüber ein bisschen patrouillieren. So. Sollen sie ruhig aus der Richtung kommen? Macht mir nichts. Wir sind da auf jeden Fall entsprechend abgesichert. Eigentlich könnt ihr... Ja, okay, lassen wir sie einfach als Nachhut da stehen. Und benutzen die echt immer nur im Notfall. Was haben wir hier hinten noch zum Erobern? Einheit verloren. Oh, das ist nicht gut. Die umgehen den See. Ja, sollen sie machen? Was haben sie für mich? Mit vollem Einsatz. Und hier sehen sie so klein aus. Warum schießen die nicht automatisch aus den... Aber wisst ihr was? Ich setze sie einfach hier hin. Auch wenn es fies ist. Und werde dann einfach hier den Spawn überwachen lassen. So. Dann haben die auch genug Reichweite entsprechend, die Raketenwerfer. So, dann schaue ich mal, dass ich noch einen MiG produziere. Und hier unsere Helix entsprechend mal wieder ausrüste. Hier können wir noch ein bisschen was davon produzieren. Okay. Der hat auf jeden Fall einen Bunker dran. Also kriegt der mehr Raketenwerfer rein. Dann machen wir hier noch so einen ausgeglichenen Part. Also wieder ein paar mit Propagandaturm. So. Du hast einen Bunker und du kriegst noch einen Bunker. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch einmal eine Ladung reinhauen. Wie geht es hier voran? Oh, läuft.